Servus und hallo zusammen. Heute habe ich einen Whisky aus New York für dich dabei und zwar den Hudson Baby Bourbon 100% Corn Whisky. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Schön, dass du auch heute wieder bei meinem neuen Video hier auf Whisky Enjoy mit dabei bist. Ich habe euch einen neuen Bourbon mitgebracht, den ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar handelt es sich um diese sehr kleine Flasche. Und zwar hat diese Flasche nur 35 cl und der Name passt dazu. Es ist der Hudson Baby Bourbon. Interessant, eine Abfüllung aus New York. Und ja, nett gemacht, soweit in aller Munde, soweit bei uns in Deutschland auch gut zu haben. Ob er es wert ist, sich ihn zu kaufen, das wollen wir heute in diesem Video miteinander erfahren. Gleich mal vielleicht zum Preis, sofern ich ihn mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, also ich habe ihn mir hier nicht aufgeschrieben, aber man kann ihn bei 35 cl für zwischen 30 und 35 Euro haben, soweit ich das noch auswendig weiß hier. Tja, was kann ich euch denn noch darüber sagen? Der Hudson Baby Bourbon kommt aus dem Staat New York. Er ist mit 46 Volumenprozent, was okay ist, abgefüllt worden. Es steht drauf, handcrafted and bottled bei Tusseltown Spirits Gardener New York. Tja, was habe ich mir dazu noch aufgeschrieben? Genau, die 46 Volumenprozente, die natürlich 92 amerikanischen Proof entsprechen. Hier übrigens auch noch eine sehr nette, schöne Wachskappe, die allerdings nicht so stabil ist wie bei den meisten anderen Flaschen, die ich so gesehen habe. Tja, die Mashbill, wieder der Eckpunkt eines jeden guten Bourbons. Hier was Besonderes, was Außergewöhnliches und zwar 100% New York Maiskorn. Jetzt könnten die einen oder anderen von euch sagen, wenn da 100% Mais drin ist, dann ist es ja überhaupt kein Bourbon, dann ist es ja ein Kornwhisky. Aber falsch, da der feine Unterschied zwischen einem Korn- und einem Maiswhisky nicht einzig und allein der Maisanteil in der Mashbill ist, was, soweit ich meine, bei einem Kornwhisky mindestens 85% Mais sein sollte. Also hätte er dies hiermit ja erfüllt. Aber ganz wichtig ist hierbei auch noch der Unterschied in der Fasslagerung. Und zwar darf ein Kornwhisky nur in frischer amerikanischer Weißeiche, allerdings nicht ausgebrannt, gelagert werden. Und ein Bourbon lagert in frischer amerikanischer Weißeiche, die auf einem unterschiedlichen Grad ausgebrannt wurde. Und da liegt der ganz, ganz wichtige Unterschied in der Definition zwischen einem Bourbon und einem Kornwhisky, sofern er nur auf Mais basiert. Gut, genau. Dann hat Hudson hier eine Zweifachdestillation, die sie durchführen. Und der Hudson lagert in extra kleinen Fässern, die wirklich extra für Hudson hergestellt worden sind, damit der Spirit darin ganz besonders schnell reift. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie klein die Fässer sind, aber es wird als wirklich sehr klein beschrieben. Und ich kann euch auch nicht sagen, wie lang dass der Baby Bourbon im Fass gelegen hat, aber er muss, da keine Altersangabe draufsteht, unter 2 Jahre im Fass gewesen sein. Ansonsten, wenn er über 2 Jahre wäre und eine Altersangabe wäre, ist er dann schon ein Straight Bourbon, ist er nicht. Also irgendwas zwischen einem Tag und 2 Jahren. Er bringt uns, ich blende es euch ja auch in Bildern ein, eine schöne Farbe mit. Tja, schauen wir mal, was das Ganze denn so für uns mitbringt. Ich greife jetzt hier, bevor ich mich noch weiter verhaspel,
zum Glas und zeige euch das hier vielleicht auch noch mal in die Kamera. Eine schöne Farbe bringt er mit, könnt ihr vielleicht so auch bestätigen. Er verbreitet auch im Raum schon ein schönes Aroma und für seine 46 Volumenprozent, muss ich sagen, legt er sich schön am Glas an und hat eine ganz interessante tropfenformartige Lecksbildung, die am Glas entlang runtergeht. Mag mit der Destillation zusammenhängen. Gut, dann schauen wir doch gleich mal, was der Hudson Baby Bourbon mir so in der Nase sagen kann. Da habe ich auf jeden Fall zuallererst keine alkoholische Note, sondern eine weiche, tiefe Mais-Butternais-Maisnote, die da ist. Eine sehr malzige, vielleicht sogar ein bisschen hefige Note, die hier mit reinspielt. Aber auf jeden Fall ganz deutlich erkennbar, aus was der Baby Bourbon hier gemacht ist. Also, dass der Baby Bourbon nur aus Mais gemacht ist, das meine ich, dass man das hier auch sehr, sehr gut in der Nase mitbekommt. Er hat nicht so die typischen Bourbon-Aromen. Eine normale Bourbon-Mashbill besteht ja auch meist aus drei verschiedenen Sachen, eben Mais, Roggen und gemälzter Gerste. In vielen Fällen, das gibt natürlich ein gewisses Geschmacksprofil, ein Geruchsprofil. Das bringt er hier nicht mit, sondern er erinnert mich so weit entfernt ein bisschen an die Nase, die ich vielleicht auch bei einem Balcones Texas Whisky schon mal bekommen habe. Allerdings ist dies hier deutlich eindimensionaler. Angenehm, etwas butterig, sind schon so Vanille-Karamellnoten auch da, kann man nicht leugnen, aber das meiste geht wirklich in die Richtung Mais, Popcorn, Buttermais. So, da würde ich sagen, ich finde auch keine besondere Fruchtigkeit in dieser Abfüllung. Ganz wenig, ganz zurückhaltend komme ich auch auf eine Eichennote, aber viel mehr ist da nicht da. Also wirklich ein angenehmer Whisky in der Nase, aber ein sehr eindimensionaler Whisky in der Nase. Gut, dann schauen wir mal, was mir der Hudson Baby Bourbon so auf der Zunge sagen kann. Und dazu ein Cheers! Er hat einen schönen, kräftig runden und voluminösen Antritt. Die 46 Volumenprozent sind schön eingebunden, kommen aber kräftig im Mund zur Geltung. Er bringt dann auch gleich am Anfang wieder so ganz deutliche Mais- und Popcorn-Noten mit, die so ein bisschen mit diesem Vanille-Karamell-Aroma auf der Zunge spielen. Da packt er dann auch so eine leichte Fruchtsäure mit aus, die am Gaumen bleibt. Im Mund auch süßer Honig, meine ich, den ich so bekommen kann. Also eben Mais, Popcorn, Vanille, Karamell, Honig ist so, was da im Mund bleibt. Und so eine, ja, etwas vielleicht aufdringliche Zuckersüße, so ein bisschen Zuckerwatte habe ich hier mal, habe ich schon lange nicht mehr auf dem Gaumen gehabt, Zuckerwatte bei einem Bourbon. Aber hier ist es jetzt wieder deutlich da, das ist auch die Süße, die hier jetzt im Abgang liegen bleibt, auf dem Mund immer noch kräftig liegen bleibt. Aber sonst kann ich da jetzt
auch nicht so wahnsinnig viel finden. Vielleicht so ein bisschen weiße, gelbe, ganz, ganz reife Weintrauben hinterlassen vielleicht auch so ein Aroma auf dem Mund. Eine leichte Bananigkeit ist vielleicht auch noch da. Ich werde ihn noch ein weiteres Mal probieren. Vielleicht komme ich auf ein paar kleine Aromen mehr. Dieser kräftige Antritt, der bleibt auch beim zweiten Mal da. Er ist mundausfüllend, voluminös, auf jeden Fall. Und jetzt ist von dem Mais ist vielleicht sogar auch noch so ein bisschen eher, da ist so eine leichte Grillnote, so eine leichte angebrannte Note mit dabei. Ebenso so Grillaromen, die damit so reinspielen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist wirklich nett, muss man schon sagen. Im Abgang ist unter anderem neben dieser süßen Note, dieser Zuckerwattennote, die hier bei mir im Mund bleibt, auch noch so ein bisschen eine leichte alkoholische Note da auf dem Zungengrund und so ein bisschen so ein metallisches Gefühl zeigt mir ganz deutlich, dass der Hudson Baby Bourbon noch nicht sehr alt ist. Der sollte noch ein bisschen länger reifen. Diese schnelle Reifung in den sehr kleinen Fässern konnte ihm diese metallische Note offensichtlich nicht nehmen und die habe ich jetzt so ein bisschen unschön am Zungengrund liegen. Tja, gut. Ich möchte sagen, der Hudson Baby Bourbon mit 46 Volumenprozent in der Abfüllung von 350 Millilitern ist für knappe 30 Euro einen Versuch wert. Etwas, was man sich als Bourbon-Liebhaber gern mal ins Glas schenken kann. Da wird man, glaube ich, nicht enttäuscht sein. Da macht man eine ganz nette Erfahrung. Ich habe die Flasche hier übrigens von der Whisky-Messe in Graz, habe sie mir dort zugelegt. War eine tolle Sache. Sollte auch noch ein Video dazu kommen, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Aber zurück zu dem hier. Genau, wenn man ihn noch nicht im Glas gehabt hat und ihn vielleicht nicht ins Glas bekommt, ist es bei dieser Abfüllung meiner Meinung nach tatsächlich aber auch nicht schlimm. Man verpasst hier nicht so Wahnsinniges. Mal schauen, was Hudson da in Zukunft noch so bringt. Hast du auch schon Erfahrungen mit Hudson Bourbon oder Hudson Rye Whiskys gemacht? Gibt es ja auch noch. Ich habe auf dieser Messe auch noch einen Rye Whisky probiert. Der hat mir ehrlich gesagt nicht besonders zugesagt. Aber genau, hast du Erfahrungen mit den Abfüllungen von Hudson gemacht? Dann schreib es mir doch bitte unten in den Kommentaren. Würde mich sehr, sehr freuen. Gut, ich glaube, ich habe alles zu dieser Abfüllung gesagt und darum möchte ich jetzt auch zum Schluss von dieser Verkostung des Hudson Baby Bourbons kommen. Es hat mich gefreut, dass du bis jetzt wieder hier bei meinem Video dabei gewesen bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch bitte ein Like da. Wenn du es noch nicht getan hast, lass mir ein Abo da und damit du keins meiner Videos mehr verpasst, kannst du mir natürlich auch die Glocke anklicken. Dann kriegst du jedes Mal, wenn ein neues Video von mir kommt, eine Benachrichtigung. Und ich werde dir hier auch noch den Namen von mir auf Instagram einblenden. Dort kannst du mich auch mal besuchen kommen, kannst mich vielleicht auch dort abonnieren, würde mich natürlich auch freuen. Da habe ich immer mal wieder interessante Aufnahmen, Bilder von Whiskys und so ein bisschen den Anstoß zur Kommunikation für uns zusammen Whisky-Liebhabern zusammengestellt. Einfach mal reinschauen. Gut, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, hab immer einen guten Genuss. Dein Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss!